Und damit wieder GDO, Leute, und willkommen zu einem weiteren Projekt hier auf diesem Kanal. Wir zocken heute Kuckuckucku, Version 0.3.4, englische Version. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich fand das Thumbnail gerade witzig und wir haben ja zuletzt Creeper's Bleef gezockt, deswegen let's go, Reiner! Und oh mein Gott, 300 Scripts, okay. Das ist überraschend größer, als ich gedacht habe. Oh, und wir haben sogar ein Money-Label. Oh, lol, und wir sehen witzig aus. Und warum haben wir oben den Schatten? Nice, okay, das überrascht mich jetzt. Willkommen zu Kuckuckucku! Bitte betritt diesen Raum und liest die Regeln durch. Ach, Regeln, Alter, das ist auch so ein altes Ding von Adventure Maps, ne? Dass die immer so Regelräume haben, was man eigentlich heute viel hübscher gestalten kann. Aber es war halt nur früher so. Informations. Das ist die dritte Version, die, ja, die bedeutet, das Abenteuer ist bis jetzt noch nicht vollständig gebaut. Jedenfalls gibt es eine Demo und die endet nach dem zweiten Dungeon. The Racist Prison, okay. Sei nicht überrascht, wenn du weiter nicht spielen kannst. Ja, bitte notiere, also bitte beachte, dass ich ein Franzose bin. Diese Map war auf jeden Fall als erstes eine französische Map und dann habe ich mich entschieden, sie zu übersetzen. Mein Englisch ist nicht perfekt, deswegen will ich mich entschuldigen für irgendwelche kleinen Vokabularen oder grammatikalischen Fehler, die du findest. Ja, kein Problem. Bitte reporte die Fehler im Thread, den es wahrscheinlich nicht mehr gibt. Tutorial braucht man nicht. Special thanks. Textures used, play. Große Dank an Poto Phantom für die Fixe in der englischen Version. Maxi Greeks für seinen großartigen Support und seine Skins. Maxi Driver für seine Map Landstalker. Voice Map Landstalker. Okay. Welche mir viel beigebracht haben über Scripting und Adventurecraft. Ach so. Ah, okay. Player Skin, Sister Skin, Cook Skin. This is thanks to him that you can understand everything. Okay, ja cool. Danke auf jeden Fall für die Übersetzung an der Stelle. I appreciate it. Aquasis for the Let's Play, link below. Guru Next for the Let's Play. Okay. Gut. Grüße gehen raus an die lieben Leute. Textures used, link. DokuCraft, Bricklians, RPG, Painterly Pack, Moi Meme. No link, sorry. Points Lantern, Bombback. Okay, krass. Dann haben wir hier noch Olive und Altpack. Okay, nice. Also es haben einige Texturen auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir diese Map hier jetzt enjoyen können. Beginning, have fun. Ah, okay, und dann können wir über die verschiedenen Chapter gehen. Okay, alter Mann lacht einfach erstmal. Es gibt eine Überraschung für dich. Okay. Esther. Onkel Jojo. Herzlichen Glückwunsch, Kiddo. Ah, heute bist du 17. Ist das nicht Jojo's Adventure? And according für unsere Tradition, du musst das Dorf verlassen, um die Welt zu exploren. Wünsche ich wäre in deinem Alter. Das ist die Jojo-Map, Leute. Wartet mal ganz kurz. Das bedeutet, ich muss mal ganz kurz was checken. Lol, das ist eine alte Version vor dem Rebranding. Wir können, hier, Jojo's Incredible Adventure. Das ist Kuckuckoo the Game. Oh mein Gott. Version 0.3.5. Und was haben wir gerade gezockt? 0.3.4? Leute, wir müssen ganz kurz mal switchen. Es gibt eine neuere Version. Hübsch, hübsch. Krass, ey. Dann ist dieses Kuckoo-Dings einfach Jojo's Adventure. Ich denke mal hier an Jojo's Adventure, den Anime, aber ich glaube, das hat actually nichts damit zu tun. Village Orion. Hallo. Ah, meine Blase explodiert. Bart, bitte Flaschen. Nice. Okay, okay. Wir sind jetzt im Dorf Kuku, ne? Anscheinend. War sehr hübsch. Guard, okay. Hopp, 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 junger Mann. Wenn du das Dorf verlassen möchtest, brauchst du erstmal ein Schwert und einen Bogen. Okay. Okay, der Stranger ist sehr strange. Oh, wait. Erstmal direkt was checken. Oh. Okay. Aber nicht drüber. Das ist eine schöne Aussicht. Ja, ne? Guck mal, da hinten so ein Schiff. Eine Truhe, die gleich anfängt zu brennen. Da ist noch eine Truhe, noch eine Truhe. Überall Truhen. Gut.
Ah, das ist aber wirklich hübsch gebaut, muss ich sagen. Gefällt mir. So, hier könnten wir theoretisch hoch. Was ist mit dem los? Der Mann, der hier lebt, mag Höhlen. Okay. Sie. Ich liebe Höhlen. Wie bin ich hier hochgekommen? Okay, also die Map hat auf jeden Fall schon mal guten Humor. Kann man hier durch? Aha. Hey, ist meine geheime Höhle. Geh weg und mach dir selbst eine, wenn du es so sehr magst. Okay, aber als erstes klaue ich dir deine Coins. Ah, schade, ich dachte, das Buch kann man lesen. Coole Idee auch mit dem Buch. Ah, nom 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 nom. Okay. Gut, die Frage ist nur, was können wir mit den Münzen machen? Also wir können erstmal da hoch, aber da will ich noch nicht hin. Kinder mögen es hier, ja, schwimmen zu gehen. Oh mein Gott. Okay, was geht da ab? Verwundeter Mann. Laterne mit. Vorsicht, Monster. Geh nicht ohne ein Schwert hier rein. Öl, okay. Damn. Okay, okay, chill. Ja, ein anderer Vibe auf einmal. Ich habe gehört, wenn du Gras schneidest, kannst du Geld finden und Pfeile. Warum keine hübsche Kette? Ja, gute Frage. Town Hall. Ich warte die ganze Zeit für den Bürgermeister, der mich irgendwie treffen sollte. Da schon seit einer Stunde, Mann. Hab mir langsam das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich mache mir ein paar Notizen. Wusstest du, dass das Haus von deinem Opa war? Hallo, lieber Bewohner. Was? Die Frau unten beschwert sich, dass ich sie so lange warten lasse? Na, weißt du, sie belästigt mich sowieso mit irgendwelchen unnötigen, ja, Requests. Lass mich sie noch ein bisschen länger warten. Okay, oder ich lasse sie noch ein bisschen länger warten. Ja gut, das ist ein cooles Bild übrigens. Gut, dann lass du sie mal warten. Wenn sie die ganze Zeit eh nur unnötige Sachen macht. Was? Der, Dingens lässt mich... Der Bürgermeister, lässt mich die ganze Zeit warten? Hier, dann zeige ich ihm mal, wie es aussieht. Ich werde das nicht akzeptieren. Ach, was willst du denn schon wieder? Du hast mich die ganze Zeit schon gefragt, deine Karotten größer zu machen, um die, streunenden Katzen hier zu vertreiben und eine große Party zu organisieren. Die Häuserfronten sind so hässlich. Du musst was dagegen tun. Ach. Was willst du denn, dass ich tue? Ich weiß nicht, Mann. Mach halt die Wände schöner oder so. Können wir noch bestimmt ausstylen. Was ist das überhaupt? Ja, Galanten. Oder Girlanden. Mann, ich habe keine Zeit dafür. Bitte geh jetzt. Weil dann mach dir halt Zeit. Oder finde jemanden, der Zeit hat. Ja, okay. Das scheint mir eine Nebenquest für uns zu sein. Hallo. Hallo, junger Mann. Oh. Du siehst aus wie ein fitter Junge. Ich wette, du willst nichts mehr als dem Dorf zu helfen. Alles, was du machen müsstest, wäre ein paar Galanten aufzuhängen. Nett, oder? Ja, komm, kann man machen. Kriegst auch eine coole Belohnung, wenn du schaffst. Glücklicherweise gibt es nur zwei Galanten. Aber... der Rest sollte jetzt nicht so schwer sein zu finden. Okay. Ja, irgendwie cool, dass wir das jetzt getriggert haben. War gar nicht meine Intention. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das klappt. Und dafür ist das... cool gemacht. Okay. Können wir auch hoch? Ja, coole Map ist jetzt. Also auch eine witzige Sidequest. Ah, hier sollten wir auch noch eine aufhängen. Ich hoffe, die finden wir.